Wenn ein Held jegliche Moral über Bord wirft und sogar tötet, wird er ein Anti-Held. Hier sind meine Top 15 Anti-Helden. Katz ist nach wie zuvor mein Name, soweit ich mich erinnern kann. Und hier sind einige Leute, die es nicht reingeschafft haben. Red Hood, Jesse Custer, Painkiller Jane, Conan der Barbar und der Winter Soldier. Der letzte Platz ist jetzt ein bisschen geschummelt, weil es ist Mad Max. Hab ich gesagt, dass es Comics von Mad Max gibt? Ja gut, das habe ich. Nachdem Max seine Familie verlor, verlor auch jegliche Form von Moral. Sein einziger Lebenszweck ist das Überleben in einer postapokalyptischen Welt. Und scheut sich deswegen nicht über Leichen zu gehen. Er entpuppt sich so am Ende des Tages eher als Held, ist aber im Verlauf der Geschichte des Films und mehr oder weniger in seiner Backstory doch eher so ein klassischer Anti-Held. Mehr Terrorist als Anti-Held, doch betrachte man seine Sichtweise, tötet er nur Schurken. Objektiv betrachtet, tötet er aber Polizisten, als auch Regierungsmitglieder und andere Menschen mit einem hohen politischen Stellenwert. Daher ist er auch irgendwie Antagonist, er ist irgendwie so alles. Er folgt seinen Idealen, kämpft für die Schwachen und führt sogar eine ganze Revolution an. Aber ich meine, das klingt ja irgendwie gut. Nun, es ist auch wieder alles so eine Sache der Perspektive. In der New 52 ist John Constantine eher so ein klassischer Held, aber davor war er einfach so ein richtig krasses Arschloch. Daher kann man ihn nicht in diese Sparte Anti-Held wirklich reintun. Manchmal ist er ein Anti-Held, manchmal ist auch ein Held. Er ist einfach ein egoistisches Arschloch, was wirklich das macht, worauf er gerade Bock hat. Er hat zwar Ansätze als Anti-Held, weil er eben, wie gesagt, egoistisch ist, verfolgt aber trotzdem seine Ziele und andere Menschen sind ihm dabei egal. Es würde ihm deswegen nichts ausmachen, andere sterben zu lassen, außer diese haben Nutzen für ihn. Platz Nummer 12 wieder zwei Charaktere, weil ich kann mich auch da nicht wirklich entscheiden, und zwar nämlich Marv von Sin City und The Goon. Beide sind wirklich diese brutalen Schlägertypen, die so richtig blutige Abenteuer erleben, aber eigentlich nur so eine harte Schale haben, aber trotzdem weichen Kern. Sie wollen einfach nur das Richtige tun, wissen aber nicht wie und haben deswegen so unorthodoxische Methoden. Platz Nummer 11, Rick Grimes. Wow, beruhig dich. Rick Grimes, ja, Rick Grimes von The Walking Dead, ist auch ein Anti-Held, ja, hör mal zu. Klar, er beginnt als klassischer Held, als Polizist, erlebt aber eine krasse Charakterentwicklung, verliert immer mehr und mehr seine Moral. Er tut einfach alles, damit seine Gruppe überlebt, und das heißt auch andere Menschen zu töten. Und jedes Mal, wenn er seine Fassung verliert, denke ich mir, ja, das ist dieser eine Moment, wo er sich nicht mehr einkriegt und einfach richtig krasser Badass-Motherfucker wird. Eine Batman-Version muss ich auch irgendwie reinpacken, aber nicht den normalen Batman, außer höchstens die Frank Miller-Version, sondern wirklich den Thomas Wayne-Batman. War nicht Thomas Wayne der Vater von Bruce Wayne? Flashpoint. In der Flashpoint-Version wird Bruce erschossen und Thomas überlebt und seine Mutter Martha Wayne wird der Joker. Von nun an wird Thomas Wayne der Schatten Gothams und wird als Mythos gefürchtet. Es ist die brutale Version von einem bekannten Batman und allein schon sein Kostüm sagt es aus. Und er benutzt Schusswaffen. Wir haben Batman, machen wir auch mal Spider-Man und sei nämlich Superior Spider-Man. Nachdem Doc Ock mit Peter den Körper getauscht hat, als er im Sterben lag, hat er sich fest vorgenommen, der neue, überlegene Spider-Man zu sein. Er ist konsequent, scheut sich nicht davor zu töten. Er will aber auch gleichzeitig alles kontrollieren und ist so dieser typische Diktator. Und genau wie John ist er ein richtiger Egoist. Ihn interessieren nur seine Ziele und nutzt deswegen auch andere Menschen komplett für ihn aus. The Crow ist eine sehr tragische Figur mit Gothic-Ansatz, der auch irgendwie leicht poetisch ist. Er wurde bisher durch zahlreiche Leute verkörpert, aber ihr kennt wahrscheinlich diese Version aus dem Film mit Eric. Eric Draven wurde mit seiner Verlobten ermordet. Durch den ewigen Die Kree wurde dann wiederbelebt und DTS Avatar. Die Krähe verlieren übermenschliche Kräfte und erschwor sich, an seinem Mörder zu rächen. Ein sehr düsteres Konzept und immer abhängig vom Wirt und seiner Geschichte, der Protagonist, Antagonist oder eben Anti-Held. Ich sehe auch sehr viele Parallelen zum Spectre und Ghost Rider, nur noch viel düsterer. Top Crow ist für deutsche Leser weniger bekannt, aber so mit Abstand einer der bekanntesten Figuren ist auf jeden Fall The Darkness, aka Jackie Staccato. Er ist ein Hitman der Mafia, ist daher gewöhnt, die Abgründe der Menschen zu sehen und sich daran zu beteiligen, hat auch kein Skrupel, Menschen zu foltern und töten und durch seine neu erworbene Fähigkeit konnte er seine bisherige Arbeit noch besser erledigen. Aber immer mehr den heroischen Weg. Marvels Batman Moon Knight ist auf Platz 6, denn er trägt extra weiß, damit die Gegner ihn kommen sehen. Also man weiß, mit dem Typen ist nicht zu spaßen. Mark Spector ist an sich eine sehr interessante und komplexe Figur vor allem, die sehr schlau bzw. intelligent durchdacht ist, denn er ist schizophren und kann deswegen selber nie wirklich bestimmen, ob er jetzt wirklich gut oder böse ist, denn das ist immer abhängig von der Persönlichkeit, die er gerade verkörpert. Er kämpft sehr oft mit dem Wahnsinn und qualifiziert sich als mental unstabil, ist daher auch nicht wirklich der Vorzeigeheld. Als Straßenkämpfer ist er an brutale Gewalt gewöhnt, also das ist wie ein Alltag. Eigentlich ist Judge Dredd eher auf der Seite des Gesetzes, als Polizist. Aber das ändert nichts daran, dass er ein verdorbener Mensch ist. Das Wichtigste für Dredd ist... Genau, Gerechtigkeit. Es muss nicht immer Friede, Freude, Eierkuchen sein, es kann auch brutal zugehen. Egal ob Folter oder Mord, Hauptsache die Gerechtigkeit siegt. Deswegen wird er so gut wie von allen Gangmitgliedern richtig gefürchtet. Als Richter, Jury und Henker zugleich kann er dich jederzeit abmurksen. Bist du auf der falschen Seite und hast Judge Dredd vor dir, lauf um dein Leben. Lauf!
Platz Nummer 4, wieder zwei Plätze, weil ich mich einfach nicht entscheiden kann, denn beide Charaktere sind einfach so fucking awesome. Raphael von den Teenage Mutant Ninja Turtles und der einzig wahre Westernheld Jonah Hex. Raphael war immer das schwarze Schaf der Familie, eine mit Aggressionsproblemen, die er zwar lernt, den Lauf der Zeit zu kontrollieren und gezielt einzusetzen, aber er war immer derjenige, der, wenn er mal ausrastet, dir locker den Schädel zu trümmern kann. Es gab auch eine Zeit, da war er alleine unterwegs, getrennt von seinen Brüdern, eben auch als Anti-Held, laut im Schatten, hat jegliche Form von System verabscheut und hat einfach das gemacht, was er halt für richtig hält. Jonah Hex dagegen ist eine klassische Western-Figur und wir wissen, im Western, also damals, ging es auch mal brutaler zu. Zunächst war er Soldat, dann Kopfgeldjäger, wanderte durch den wilden Westen und versuchte sich über Runden zu halten und kann dabei mit Toten reden. Er hat eine sadistische Ader, quält seine Opfer und sagst du ein falsches Wort, kannst du riskieren, dass er dir ins Bein schießt. Das ist für ihn auch kein Problem. Er spielt sehr oft mit seinem hässlichen Gesicht und will einfach das Monster sein, denn er will, dass seine Gegner Angst vor ihm haben. Trotzdem folgt er als Kopfgeldjäger seinen Kodex und bleibt sich selbst und seinen Traditionen treu. Sorry Leute, Comedian ist mein Platz 3. Von Anfang an ist er das Arschloch, arbeitet für die Regierung und hat dadurch Freiheit, das zu tun, worauf er Bock hat. Handelt deswegen auch unmoralisch, was Vergewaltigung, Mord und Folter hinter sich zieht. Laut eigener Aussage ist er eine Parodie der Gesellschaft, was verdammt tiefgründig ist. Nachdem er als Protagonist anfängt, kriegen wir in der Backstory erzählt, warum er eigentlich zu diesem Arschloch wurde oder später zum Anti-Helden. Er würde Freunde, Familie verkaufen und will im Leben einfach Spaß haben. Spawn ist einer der Figuren, die wirklich die 90er verkörpern. Er stammt aus der Zeit der brutalen Kerle, Gewalt als auch Muskeln. Er war Söldner und daher ist er vertraut mit dem Menschenwert, also abhängig vom Geldbetrag. Lässt sich zwar zu Beginn von seinen Emotionen leiten, tötet also auch Billy Kincaid, wird später aber emotional kalt und spielt nach seinen eigenen Regeln. Er lässt sich von niemandem was sagen. Weder Himmel noch Hölle. Jim Dowling dagegen ist dieser Promi mit Jesus-Figur. Er ist halt das Licht und L ist der Schatten. Aber Simmons hat auch nichts dagegen, der Schatten zu sein. Laut seiner Meinung muss einer es tun. Einer muss die Drecksarbeit machen. Auf Platz 1 der Anti-Held aller Anti-Helden, der Punisher. Wie? Wer soll denn sonst die Platz 1 sein? Frank Castle hat eine verdammt traurige Backstory, denn nachdem seine Familie getötet wurde im Kreuzfeuer von zwei Familien, also von zwei Mafia-Familien, hat er den organisierten Verbrechen in ewigen Kampf geschworen. Eine sehr komplexe Figur, die auch teils an die Grenzen des menschlichen Körpers geht und immer kurz davor ist, wahnsinnig zu werden. Bis heute wird die Garth Ennis Interpretation gefeiert und hochgelobt bis in den Himmel, was ich persönlich auch verstehen kann, denn da wirkt er wirklich real. Der Punisher spielt nach seinen eigenen Regeln, ist gnadenlos und reagiert sofort. Erst schlagen, dann fragen. Bastard! Drop the piece, Black Widow. Or Robin Hood here gets two in the back of the head. Won't ask again. In All New All Different Marvel wird er als eine schweigsame Naturkatastrophe beschrieben. Frank Castle bedeutet der Tod. Wird daher gefürchtet von Gangstern und anderen Helden und das muss schon was heißen. Andere Figuren wie Cap America meinen, Frank sei unberechenbar. Das waren meine Top-Anti-Helden. Mein Name ist Katz und damit sehen bzw. hören uns beim nächsten Mal.